Update 1.5 für World of Tanks ist eines der gehaltvollsten bisher. Es enthält das World of Tanks Premium-Konto, die Möglichkeit, eine unbeliebte Karte auszuschließen, schwedische mittlere Panzer mit hydropneumatischer Aufhängung, Änderungen an der Artillerie, überarbeitete Werte für japanische schwere Panzer und den FV-4005, Verbesserungen an den Werten der schwedischen Schweren und neue Stile. Legen wir los! Mit Update 1.5 erhält das Spiel die lang ersehnte Funktion, Karten aus der Rotation auszuschließen. Das geht über ein eigenes Menü. Der Matchmaker schickt eure Fahrzeuge ab Stufe 4 in Standardgefechten nicht mehr auf die ausgeschlossene Karte. Allerdings bleibt die Karte für Angriffs-, Begegnungs- und Großgefechte aktiv. Spielt ihr im Zug, gilt die Auswahl des Zugkommandanten. 4 Stunden nach Ausschluss einer Karte könnt ihr eine andere Karte ausschließen. Die neue Funktion erlaubt ein angenehmeres Spielerlebnis. Das World of Tanks Premium-Konto ist ein wichtiger Teil des Updates 1.5. Anders als das Wargaming Premium-Konto gilt es nur für World of Tanks. Für den gleichen Preis erhaltet ihr nicht nur Erfahrungs- und Kreditpunkte-Boni, sondern auch weitere tolle Funktionen. Eine davon ist der kontrollierbare Erfahrungsbonus. Die Erfahrung, die ihr beim letzten Sieg verdient, könnt ihr 5-mal täglich verdreifachen, egal für welches Fahrzeug. Der Bonus gilt zusätzlich zu den üblichen Erfahrungsmultiplikatoren. Das heißt, ihr könnt in einem besonders guten Gefecht genauso viel Erfahrung verdienen wie in 5 mittelmäßigen. Die zweite nützliche Funktion steigert euer Kreditpunkteeinkommen. Nach jedem Gefecht gehen zusätzlich 10% der verdienten Kreditpunkte in einen besonderen Topf. Darin könnt ihr bis zu 750.000 Kreditpunkte sparen. Alle 7 Tage werden die gesammelten Kreditpunkte automatisch dem Spielerkonto gutgeschrieben. Das nächste sind die Premium-Tagesauftragsreihen. Schließt ihr diese ab, erwarten euch Kreditpunkte, zusätzliche Erfahrung und Anleihen. Das World of Tanks Premium-Konto beeinflusst auch den Zugbonus. Es gibt nicht nur einen Bonus für Erfahrung, sondern auch einen für Kreditpunkte. Zusätzliche 15%. Außerdem erhalten Spieler mit Wargaming Premium oder sogar ohne auch 10% Bonus. Zu guter Letzt erlaubt das neue Premium-Konto Spielern, eine weitere Karte auszuschließen. Sprechen wir jetzt über die neuen Fahrzeuge. Die neuen schwedischen mittleren Panzer sind die Stars des Updates 1.5. Der mittlere Zweig wurde um den UDES 14 Alt 5 auf Stufe 8, den UDES 16 auf Stufe 9 und den UDES 15 16 auf Stufe 10 erweitert. Das Merkmal, das sie von den anderen mittleren Panzern abhebt, ist ihre Aufhängung. Sie verändert den Neigungswinkel der Wanne. Und das erlaubt nie dagewesene minus 13 Grad Geschützneigung. Sehr hilfreich, um Geländeunebenheiten auszunutzen. Das Stufe 8 Fahrzeug ist ein vielseitiger, mittlerer Panzer mit normalen Eigenschaften. Verlasst euch nicht zu sehr auf eure Panzerung. Allerdings macht dieser Schwede die mäßige Panzerung mit seiner Beweglichkeit und dem präzisen 105 mm Geschütz wett. 360 Schaden pro Schuss sind ein guter Grund, ihn einzusetzen. Auf Stufe 9 finden wir den UDES 16. Sein Aussehen und Temperament schreien förmlich, dass es kein gewöhnlicher mittlerer Panzer ist. Wannen und Turmpanzerung sind nicht die stärksten auf Stufe 9. Doch das ist nicht das größte Problem im Gefecht. Seine Frontpanzerung ist so stark gewinkelt, dass der Gegner nie weiß, was aus einem Treffer wird. Ein Abpraller oder ein Durchschlag. Sie wissen jedoch, dass sie 390 Schaden als Antwort kassieren werden. Der UDES 1516 krönt stolz den schwedischen mittleren Zweig. Selbst schwere Panzer werden seine 440 Schaden je Schuss spüren. Ein weiteres Merkmal dieses Fahrzeugs ist seine Tarnung. Dieser Panzer hat das kleinste Profil seiner Stufe. Und dank seines fantastischen Geschützneigungswinkels wird sich der UDES in vielen Stellungen wohlfühlen, die untypisch für mittlere Panzer sind, was den Gegner definitiv überraschen wird. Die ungewöhnlichen schwedischen mittleren Panzer werden Abwechslung ins Spiel bringen. Ihre Einzigartigkeit zieht sofort Aufmerksamkeit an. Nutzt ihre Vorteile und siegt! Nach Update 9.18 wurde die Artillerie abhängiger von ihrem Team. Verbündete zu unterstützen wurde wichtiger als Schaden auszuteilen. Wenn sie gegnerische Fahrzeuge betäubten, halfen die SLF ihrem Team, das Gefecht zu gewinnen. Im Laufe der Zeit wurde klar, dass die ursprüngliche Betäubungsmechanik nicht ideal war und geändert werden musste.
Die Dauer einer Betäubung besteht aus zwei Komponenten. Die erste ist vom Schaden unabhängig und wird in den Werten der Granate durch einen dimensionslosen Koeffizienten zwischen 0 und 1 wiedergegeben. In der Garage erscheint sie als Mindestbetäubungsdauer. Die zweite Komponente ist eine Variable. Sie hängt vom verursachten Schaden ab. Die Summe beider Komponenten ist gleich 1. Doch jede Artillerie hat ein anderes Verhältnis davon. Mit diesem Update wird die Konstante um 5% von der Maximalbetäubungsdauer verringert. Dadurch verringert sich automatisch die Mindestbetäubungsdauer aller SFL im Spiel. Dann wurde die zweite Betäubungskomponente geändert, die vom Schaden abhängt. Der Schadenswert am Rand des Wirkbereichs der Detonation wurde verringert. Das führt zu einer stetigen Verringerung des Flächenschadens innerhalb des ganzen Wirkbereichs und damit zu einer kürzeren Betäubung. Ist ein Fahrzeug bereits betäubt, wird die nächste Betäubungsdauer halbiert. Das hilft schweren Fahrzeugen, selbst unter Beschuss mehrerer SFL, besser durchzuhalten. Ein schwerer oder überschwerer Splitterschutz hilft auch, die Wirkungen der Betäubung zu negieren. Damit wird die Dauer wiederholter Betäubung um 10 bzw. 20% verringert. Die Werte bestimmter SFL wurden ebenfalls geändert. Bei einigen Fahrzeugen wurde der Wirkbereich um 5% kleiner. Die Granatgeschwindigkeit des Conqueror GC wurde verringert. Der GW Panther wurde etwas ungenauer, die Nachladezeit eine Sekunde länger und die Streuung bei Wannendrehung nahm etwas zu. Dank dieser Änderungen spielen sich schwere Panzer auf offenen Karten weniger anstrengend und sie können offensiver vorgehen. Die neuen Fahrzeuge sind nicht die einzigen Verbesserungen im schwedischen Forschungsbaum. Die Werte von Emil 1, Emil 2 und Kranwagen wurden überarbeitet. Jeder Panzer hat jetzt 3 anstelle von 4 Granaten im Magazin. Das verbessert den Schaden je Schuss und die Nachladezeit der besten Geschütze. Die Zeit zwischen Schüssen innerhalb des Magazins wurde für Emil 2 und Kranwagen reduziert. Der Schaden je Minute aller 3 Fahrzeuge wurde auch deutlich erhöht. All diese Änderungen führen dazu, dass sich die schwedischen schweren Panzer von den übrigen Selbstladefahrzeugen abheben und auf dem Schlachtfeld gefährlicher werden. Ein hervorragender Grund, diesen Zweig zu erforschen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Einige Änderungen wurden an Type 4 schwer und Type 5 schwer gemacht. Das Ziel ist, den HE-Schaden zu verringern und dabei das Konzept dieser Fahrzeuge beizubehalten. Vor allem wurden die Werte der besten 14 und 15 cm Geschütze verändert. Das HE-Geschütz wurde weniger gewaltig. Der Schaden der Standard-HE-Granate wurde auf 900 verringert. Die Spezial-HE-Granate wurde zur Hash-Granate und ihre Durchschlagskraft auf 192 mm erhöht. Der Schaden aber auf 900 verringert. Die Durchschlagskraft der panzerbrechenden Granate des 14 cm Geschützes steigt auf 257 mm. Und die Spezialgranate durchschlägt jetzt 290 mm. Jetzt fällt es leichter, das Hauptgeschütz effektiv einzusetzen. Andere willkommene Änderungen. Der Type 5 schwer fährt jetzt 4 Stundenkilometer schneller rückwärts, dreht flinker auf der Stelle und schießt aus der Bewegung und beim Drehen der Wanne genauer. Jetzt zum FV-4005. Dieser Jagdpanzer verlor etwas an Geschwindigkeit, sowohl vor als auch rückwärts, und dreht etwas langsamer. Die Motorleistung wurde verringert. Das Geschütz hat immer noch kolossalen Schaden je Schuss, doch braucht es länger zum Zielen und schießt ungenauer. Der Spielstil dieses Fahrzeugs bleibt unverändert, doch wird es schwieriger, damit phänomenale Ergebnisse zu erzielen. Mit Update 1.5 gibt es neue Stilsätze für alle Nationen im Menü Äußeres. Ihr könnt sie mit Gold für Fahrzeuge jeder Stufe kaufen. Jeder Kartentyp hat seine eigene Tarnung, bringt mit den neuen Stilen ihre Individualität zum Ausdruck. Und das war's. Update 1.5 ist recht umfangreich geworden. Schaut euch auf jeden Fall alle Änderungen im Spiel an. Viel Erfolg auf dem Schlachtfeld!